Hallo. Hallo! Na, wie So, jetzt geht's mache ich hier nochmal meine K andere Kiste aus, damit wir auch schön WLAN haben hier. dir? So. Oh, zack. Danke. So. Schick sieht's bei dir aus. Dankeschön. Ich habe noch meine Blumen gehüpft, hübsch hingelegt. Und so ein bisschen. Ne, ein bisschen hübsch gemacht hier, damit das auch alles gut aussieht. Ist ja auch ein bisschen länger am Netz, ne? Ja. Und ich hoffe, der Lippenstift hat nicht verschmiert. Ne, sieht auch alles noch gut aus. Ja, alles fantastisch. Ich hatte ein bisschen Lichtprobleme. Ich hatte so eine schöne Fotolampe und dann stellte ich fest, oh, die pustet irgendwann, ist total laut. Musste ich jetzt nochmal schnell die Nachttischlampe irgendwie anbauen. Aber lustig gewesen. Die Plötzlich kommt immer so ein Lichtprobleme Zucker. der Fotografinnen. Sehr gut. I loved it. Echt richtig gut. Großartig. Ich hoffe, das geht mit meinem Sound. Ich bin heute mal in einem anderen Zimmer und das ist sehr Ja, leer. Ich teils hoffe. ein bisschen. Es klingt aber ganz Ja. gut. Okay. Also, Vielleicht behalte ich geht. das bei. Ha? Vielleicht behalte ich das bei. Ja, es hat so einen kleinen Hall. Klingt sehr schön. Gut. Also, was hast du heute Schönes gemacht? Hast du ein bisschen das Wetter genossen? Nein. Oder hast du editiert? Ja, ich habe editiert und vor allem mit der Bildbearbeitung weitergemacht. Ah, sehr gut. Heute war so ein Photoshop-Tag in Okay. meiner Höhle. Ja, ich bin sehr froh, dass ich das mittlerweile fast alles rausgegeben habe. Ich würde das gar nicht mehr schaffen. Das ist Ja. ein Part, den ich eigentlich liebe, aber so das ganz doofe Retouch, so Härchen und Fusseln und das Das macht mache jemand ich gar anders nicht. für mich. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drum. Ja, glaube ich. Na, aber so Look und so weiter, das mache ich schon auch selber. Also da lasse ich niemanden ran, beziehungsweise außer man arbeitet halt jetzt für einen Job mit einem Retoucher fest zusammen und entwickelt da halt gemeinsam was, ne? Ja, klar, aber ansonsten ist ja auch sinnvoll, Ja. sind ja seine Bilder, ne? Ja, absolut, absolut. Aber ich hatte tatsächlich auch das Problem, dass bei mir dann irgendwann so Handprobleme auftauchten. Und ja, kennt halt jeder, ne? Wenn man immer mit dieser Hand irgendwie und dann hält man die Kamera noch mit der Hand und so, da musste Ja. ich irgendwann mal ein bisschen irgendwie mir was überlegen, weil sonst hätte ich halt ständig Probleme gehabt, ne? Ja, hatte ich auch letztens. Da musste ich irgendwie einen riesigen Schwung bearbeiten und Mhm. jetzt locker eine Woche durch. Und ich hatte echt so eine schlimme Sehnscheidenentzündung. Ich habe schon immer gewechselt von Trackpad zu Graphic Tablet mit Stift Ja, habe ich auch zu alles gemacht. Maus, aber Katastrophe. Ja, ist eine Katastrophe, total. Ist richtig. Oh, da sind schon liebe Menschen von mir, die zugucken. Sehr gut. Sehr gut, ich freue mich. Freue mich, hier zu sein. Haben wir ja auch ein bisschen vorbereitet, ne? Länger irgendwie, es hat jetzt noch ein bisschen gedauert. Und es ist aber so, es ist halt auch gerade so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist so, diese Zeit im Moment ist so. Total. Es ist, und ich muss immer irgendwie auch so mit den ganzen News, die einen so auch gerade so auch natürlich mitbelasten und mitnehmen und einnehmen irgendwie. Ich will das auch, dass die mich einnehmen. Also ich will Ja, das, kann aber das das heißt nicht auch. wegdenken. Aber das ist so zwischendurch, ist echt manchmal so ganz schön krass gerade. Was für Total. eine Und vor allem Zeit. die Tage rasen an einem vorbei. Es passiert unglaublich viel. Ja. Und ich finde auch, also ich möchte natürlich auch auf dem Laufenden sein und höre dann schon auch Ja. echt viel Radio, aber merke halt auch, dass nach einer gewissen Zeit nicht mehr geht. Also das ist, also man sitzt dann ja auch irgendwie in seinem Kämmerchen und kann in dieser Sekunde eh nicht viel machen. Ja. Und ich finde das irgendwie aber auch total wichtig, dann kurz eine Pause zu machen
und an schönere Dinge zu denken, weshalb ich mich auch voll freue, dass wir das heute machen. Unbedingt, das muss auch sein, das muss auch weitergehen. Ich habe das so, ich kriege das bei meinen Freunden, also viel auch bei den Musikleuten so mit, die sich dann auch immer wieder dafür entschuldigen, dass sie ein Bild von einer Party oder von einem Konzert posten und so weiter. Muss weitergehen. Ich sage dann einfach immer nur, bitte, also gerade jetzt ist es total wichtig, auch Freude zu verbreiten und Zerstreuung zu bereiten. Du musst dich nicht dafür, um Gottes Willen, nicht entschuldigen und vor allen Dingen auch nicht jetzt, also was bringt es ein, wenn wir jetzt alle wie die Trauerklöße auf einmal nur noch negativ und immer nur berührt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt so dabei sind und wir unterstützen ehrlich. Also ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, der nicht gerade Flüchtlinge aus Ukraine aufgenommen hat, die aus Polen abholt, die sich engagieren, die Geld gespendet haben, irgendwelche Aktionen machen. Das ist so, also hier, ne, ich habe schon wieder eine Gänsehaut. Oh, das geht mir so durch. Also ganz toll. Also total. Wir sind schon auch eine tolle, sind viele tolle Menschen auch unterwegs und das darf man nicht vergessen, dass wir eigentlich auch, wir sind glaube ich auch in der Überzahl. Yes. Fingers crossed. Ja. Weißt du, ich habe auch immer so diese Vision, das hatte ich auch getwittert neulich, warum in diesen ganzen Hollywood-Filmen gibt es doch immer diesen Helden, ne? Also so, hallo James Bond, wo bist du, wenn du gebraucht wirst? Da geht es immer um den Typen, der irgendwie die Weltherrschaft erreichen will und er wird dann von James Bond fertig gemacht. Die muss es doch jetzt auch mal in echt geben. Kann doch nicht wahr sein. War so meine Vorstellung, aber es ist natürlich, es ist halt ein Film, ne? Ja. Es ist halt Filme. Aber das ist echt Wahnsinn. Nee. Aber im Moment hilft das Wetter ein bisschen, ne? Also mir geht es so. Also, dass man ab und zu mal so draußen auf dem Balkon in der Sonne sitzt und sich denkt, oh, ja. Oh, schön. Das Licht. Ja. Ich guck mal. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Ja, leg los. Weil ich dachte gerade so, ich könnte mich ewig so unterhalten. Warte, Moment, wie lange machen wir das schon? Scheiße, schon die ersten 10 Minuten weg. Jetzt aber. Genau, zum Glück startet die Zeit erst, wenn wir anfangen. Sonst wäre jetzt schon die Hälfte weg. Genau, erstmal nochmal Hallo in die Runde an alle, die jetzt zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Natürlich schön, dass du da bist, Katja. Danke. Vielen Dank für eine tolle Einladung. Sehr gern. Und genau, für die das Format noch nicht kennen, es heißt 15 Minutes. Es ist auch nach 15 Minuten vorbei, wenn man nicht gerade 8 Minuten Smalltalk am Anfang gemacht hat. Ja, gut, aber es ist ein besonderer Anlass, ne? Ja. Gewesen. Voll. Genau, und ich stelle dich gleich kurz vor, damit geht es quasi los und ab dann laufen die 15 Minuten und wenn die durch sind, dann hören wir auch auf. Es gibt ein kleines Extra heute, das zählt dann nicht mit rein. Okay. Die Zeit muss sein. Ja. Aber genau, der Rest sind dann gleich 15 Minuten. Und dann stelle dich nur ganz kurz vor, weil wirklich Google weiß so viel. dann übergebe ich direkt an dich und dein Projekt Electric Lights. Ja. Danach stelle ich ein paar Fragen. Wenn ihr, die zuschaut, auch Fragen habt, stellt die gerne über die Fragenfunktion. Das ist diese Seifenblase mit dem Fragezeichen drin. Dann schaue ich das später nochmal rein und gebe die Fragen dann gerne weiter. Mhm. Genau, und dann würde ich sagen, die 15 Minuten starten jetzt. Yes! Genau, Katja Ruge, ein paar kurze Worte zu dir. Du bist Fotografin, weshalb du hier bist. Du bist aber auch Musikproduzentin und DJ. Du machst im fotografischen Bereich vor allem Porträt, sehr, sehr viel Artist-Porträt. Du hattest etliche Ausstellungen. Auch hier verweise ich wieder auf Google und deine tolle Website. Schaut da mal drauf. Und du arbeitest aber auch als Dozentin, machst Workshops,
Coaching, bist Mentorin, worüber wir uns ja auch kennen über den genau, neuen Mentorpreis. Hallo Sonja, hallo Götz, falls ihr zuschaut. Hallo Monika. Hallo Monika, vielleicht schaust du auch zu. Genau, Monika war das letzte Mal schon da. Ihr wart zusammen meine Mentorinnen. Seid meine Mentorinnen, noch ist ja nicht ganz vorbei. Genau, und du hast mir noch erzählt, dass du dieses Jahr auch Workshops für MusikerInnen machst. Ja, genau. Genau, am BIM-Institut hier in Hamburg, aber auch an der CO Pop in Köln und an der Volkwang Pop, an dem Volkwang Pop Institut in Bochum. Mhm, genau, und beide letztere mache ich mit Tanja Glossi zusammen, die genau. Dann auch noch so ein bisschen mir das Gender-Thema mit reinnimmt. Mega spannend. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal ein Interview dazu. Ja, es ist auch wirklich aufregend, also für mich auch, und lässt mich auch so noch mal meine Arbeit Revue passieren und mich auch noch mal Sachen neu überdenken. Und natürlich muss ich auch immer gut informiert sein und so. Das, also das bereichert meine eigene Arbeit auch total. Ja, glaube ich. Gut, den Rest googelt bitte oder stellt ihr gleich in den Fragen. Ja, die Chance. Und ich drehe jetzt mal ganz elegant die Kamera um zu deinen Bildern. Da. Mit mir in der Spiegelung. Egal. Genau, Katja. Ja, das war schwierig bei Schwarz-Weiß. Ne? Das ist Amelie Lenz, auch für mein Electric Lights Projekt fotografiert. Und was so ein bisschen aussieht wie irgendwo lange geplant und so weiter, tatsächlich vom Hotel auf der Straße schnell mal fotografiert. Geil. So wie ich es liebe. Yeah. Und das ist Bloody Mary, auch in Berlin auf der Straße fotografiert, und auch war ein sehr, sehr schönes, spannendes Shooting, weil wir hatten ziemlich viel Wind und dann kam ich auf die Idee, das mit einzubeziehen und habe diesen halb transparenten Schal sozusagen genommen und mein Freund Patrick, der mit dabei war, hat das dann schön gehalten und hat damit rumgewirbelt. Geil. Und das ist die wunderbare Jaco Jaco. Das ist im Direktorenhaus in Berlin fotografiert. Ich hatte dieses ganze Haus für mich alleine an einem Wochenende. Es war bitterkalt, Februar letztes Jahr. Und wir haben uns echt den Arsch abgefroren, aber haben dieses Fotoshooting, Jaco Jaco nicht auch lange vorbereitet. Was wollen wir machen? Wie soll sie wirken und so weiter? Und sie hatte dann einfach schon ein Stück schwarzes Stoff dabei. Haben wir ihr einfach übergezogen, weil in diesem Direktorenhaus gerade eine Ausstellung war mit so schwarzen Bildern, so Texturen. Und das passte halt wieder. Und auch so ihre Musik ist auch sehr passend dazu, sehr gerade, sehr, sehr, ja, speziell und besonders. Und na, sie hat, ist natürlich auch so eine besonderer Typ. Und es passte einfach wieder mal so. Ja. Ich liebe es, wenn das alles so passt. Ja, das ist, das bleicht sehr aus, ne? Ja, schaut am besten euch nochmal den Post an. Das ist jetzt hier einfach der Darsteller. Ja, das ist Aneta, DJ aus Frankreich. Wahnsinnig schöne Frau, kann man jetzt nicht sehen. Und das ist eine Dreierbelichtung. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit so Doppelbelichtungen und probiere das aus und experimentiere darum. Und ich freue mich immer, dass meine Protagonistinnen immer dabei sind, weil so, wenn du so Dreibelichtungen machst, es dauert ja auch immer alles ein bisschen und man muss so geduldig sein und Anweisungen ausführen und so. Aber das macht sehr viel Spaß und das war auch ein tolles Treffen. Das haben wir bei Chrom dort in der Galerie nebenan fotografiert. Ach Quatsch. Da sind wir schnell rübergelaufen. Da war der Raum noch leer und da habe ich schnell gefragt, ob wir da Fotos machen können, weil das Hotel so hässlich war. Baut doch mal in Hamburg. Das ist im Golden Pudel Club, mit dem ich ja auch sehr verdrahtet bin. Das ist Afrodeutsche, eine Britin, die lebt in Manchester, ist auch BBC-Radio-Moderatorin und hat dort
im Pudel halt gespielt und ich habe sie dann für das Projekt dort vor ihrem Auftritt und bevor der Club aufgemacht hat, fotografiert. Und das ist meine Lieblingsmuse, das ist Helena Hauff hier aus Hamburg, auch DJ, Musikproduzentin. Mit einem ganz, die hat sowieso schon einen wahnsinnig toll eigenen Geschmack, also sie zieht sich einfach toll an und ja, dieser Mantel war eben halt wirklich auch eine ganz, ganz totale Bereicherung. Und wenn der so fliegt, das ist halt wie diese komischen Hirtenhunde. Und wir haben also auch viel gelacht während des Shootings. Das ist auch nicht im Studio fotografiert, sondern in einem Club. Ja, So, die cool. Clubs sind eigentlich immer so manchmal meine Fotostudios. Kann ich Na? gut verstehen. Ja. Na, weil da hat man irgendwie so ein bisschen mehr Tiefe und andere unterschiedliche Wände und auch meistens so interessantes Licht und so weiter. Also, und ich fühle mich da halt zu Hause, ne? Man kann Ja. Musik laut anmachen und ein bisschen dynamisch fotografieren, das macht Spaß. Ja. Ja, erzähl noch mal ein bisschen was zu dem Projekt, weil ich glaube, das waren jetzt schon die Genau, einzelnen das waren Bilder. also ich habe so 2018 damit angefangen, eben Musikerinnen in der Elektronik zu porträtieren und sie zu einer Serie, also das soll, wird halt eine Serie. Ich bin da jetzt auch gerade intensiv dran. Die Clubs haben wieder aufgemacht in Hamburg und ich habe sozusagen wieder Termine. Also bis 2 Minuten vor diesem Gespräch habe ich schnell noch mit einer Musikerin, die morgen in Hamburg ist, noch einen Termin gemacht. Morgen um 22:30 Uhr. Und so geht es halt auch. Also das ist sehr spontan, sehr aus dem Bauch heraus. Allerdings ist es mir auch super, super wichtig, mit den Musikerinnen das zusammenzuentwickeln. Also mir geht es immer ganz, ganz doll darum, dass sie sich wohlfühlen vor der Kamera, dass sie sich auch repräsentiert fühlen, dass sie sich auch, dass es einfach passt. Also da geht es nicht darum, der Künstlerin meinen Stempel aufzudrücken. Also natürlich habe ich einen fotografischen Stil, aber ich würde jetzt nicht sagen, du musst jetzt dich komplett in Weiß einkleiden, weil das ist jetzt das Thema. Es geht mehr um so eine Zusammenarbeit und die Musikerin wirklich stark und energetisch und aber auch liebevoll und so, dass sie sich wohlfühlen zu zeigen. Und man darf immer nicht vergessen, ich treffe ja auch oft auf Musikerinnen, die sind auf Tour, die kommen eben wie morgen zum Beispiel um 20:30 Uhr in Hamburg an, gehen ins Hotel und dass sie dann noch mit mir treffen, empfinde ich auch als ganz, ganz großes Geschenk, ne? Dass sie sich dann Ja. bereit erklären, mit mir dann noch nachts irgendwelche Fotosessions zu machen. Und so sind eben halt auch viele Bilder entstanden. Einige sind mit ein bisschen mehr Vorbereitung, mit weniger Vorbereitung, aber immer in Absprache mit der Künstlerin und also in enger Zusammenarbeit. Ja. Ne? Und ja, und das Ganze wird hoffentlich eine schöne Ausstellung, vielleicht ja sogar ein Buch und ist auch vor allen Dingen immer gepaart mit einem Interview, weil ich festgestellt habe, nach meinem letzten Projekt Lady Flash, das habe ich ja 2016, 17 hier in Hamburg ausgestellt, über 100 Musikerinnenporträts, da war eben so ganz oft die Frage, oh, was macht die denn eigentlich? Wer ist sie denn eigentlich? Und dass ich dort jetzt auch noch ein Interview mit dazu genommen habe, da kümmert sich Thomas Fenker von Kaputt Magazin drum. Und der redigiert das und stellt das dann online zusammen mit den Bildern auf seinem Musikblog. Und das finde ich ganz, ist ein schönes Attachment zu der Geschichte. Weil nicht jeder ist mit elektronischer Musik vertraut und weiß jetzt, was diese Künstlerin macht und so weiter. Es ist da schon auch so eine sehr spezielle Kiste, aber eben halt auch ja, eine sehr. Also ich will das nicht so abschließen. Ich finde auch, das soll auch für jeden zugänglich sein. Also insbesondere auch die Fotografie. Warte, ich drehe mal wieder um. Hi. Hallo. Ja, aber ich finde, das merkt man total, dass du da so in Kontakt mit den Musikerinnen bist. Ja, ich glaube, das ist auch.
ganz wichtig, dass man, also dass die sich, also mir geht es immer darum, mich zu verbünden mit der Künstlerin oder dem Künstler. Ich fotografiere ja auch genauso viele Männer, aber jetzt in dem speziellen Fall, weil wir drüber reden, ist mir ganz, ganz wichtig, mich mit denen zu verbünden, mit denen eine gute Zeit zu haben, einfach Spaß zu haben. Ich glaube, aus Freude und Spaß und Verstehen, also auch verstehen, in welcher Situation die gerade sind oder was da gerade Sache ist, da auch manchmal ein bisschen psychologisch ranzugehen, ist die Person gerade gestresst, muss man erstmal einen Drink zusammennehmen oder muss man erstmal, also das ist nicht nur einfach hin und Fotos machen, sondern man muss ein bisschen einfühlsamer rangehen, weil das eben oft extreme Situationen oder eben schräge Zeiten sind, wo man sich trifft oder eben eine sehr kurzfristige Termine sind. Ja. Aber es macht mir auch Spaß. Also das ist so, ich liebe dieses schnelle, knackige, also dieses aus dem Bauch heraus fotografieren, das ist auch so unter anderem auch ich mag das andere auch gerne, vorbereiten, planen, aber bei dem Projekt ist eben halt oft eher spontan und gucken, weil ich ja nicht weiß, wo, oft weiß ich nicht, wo kann ich fotografieren, welchen Platz, welchen Ort. Also jetzt habe ich gerade zum Beispiel für morgen noch gar keine Vorstellung, wo ich es mache. Ich muss jetzt morgen was organisieren, weil das Hotel mal wieder so hässlich ist. Hässlich, also es gibt hässlich und hässlich. Es gibt auch dieses schön hässlich, ne? Da, wo wir alle fotografieren mögen, dieses obskur hässliche, aber es gibt halt auch dieses hässlich hässlich. Und das geht halt morgen dann nicht. Und deswegen muss ich noch was organisieren und es bleibt spannend. Aber ich habe schon was im Kopf. Hast schon Ideen? Ich bin gespannt. Ich auch. Sag Bescheid, wenn es dann rausgeht. Ja, mache ich. Cool. Zeit. Ich gehe mal weiter zu den Fragen. Ja, bitte. Welche nehme ich? Ich bereite ja immer so ein paar vor. Okay, alles nach Plan oder alle leiden los, hatten wir ja quasi schon jetzt gerade. Ja, genau. Also ich mag beides gerne. Ne? Es kommt immer auf den Job drauf an und auf den Kunden und auf das was gebraucht wird auch, ne? Was der Kunde auch die Künstlerinnen und Künstler brauchen. Dann, okay. Welche Band oder KünstlerInnen haben deine junge Adoleszenz geprägt? Definitiv The Human League. Das ist The Human League habe ich mit 11 Jahren entdeckt, war in einer Fernsehshow, die hieß Mambo Sounds und Trends. Und von da an war die Liebe groß und ich habe mir die Platte dann mit 11 Jahren im Plattenladen im nächsten Ort bestellt, musste 6 Wochen drauf warten und die Platte höre ich heute noch gerne. Und ist sicherlich auch eine ganz große Referenz zu der Musik, die ich heute selber mache und die ich auch auflege. Geil, muss ich mir gleich nochmal anhören. Ja, ich schicke dir den Link. Yes. Heute, morgen oder gestern? Immer heute, weil weiß ich, was morgen ist und gestern war ja schon. Also da kann ich jetzt nicht mehr, also klar wissen wir alle, wir denken natürlich, okay, das habe ich von da, das kommt. Aber im Großen und Ganzen finde ich das jetzt hier in diesem Moment gerade am wichtigsten. So, ja. Da bin ich dann in dem Moment auch voll und ganz und nicht schon wieder, also auch wenn ich natürlich schon von anderen Fotoshootings für morgen gesprochen habe, aber im Moment jetzt denke ich da nicht drüber nach. Großartig. Oh, und ich sehe, es wurden tatsächlich 2 Fragen gestellt. Wir haben einmal, fotografierst du auch Männer? Hast du schon mal DJ Kotze fotografiert? Oh ja, super. Gutes Thema. DJ Kotze habe ich ungefähr schon, ich glaube, 4-mal fotografiert, auch zum anderen, unter anderem fürs Groove Cover, ne, Groove Magazin, Elektronik Musik Magazin. Und wir haben schon in allen möglichen Läden in Hamburg, also nun im Stadtpark, im Baum oder neben Blümchenwiesen oder im India Store.
Am Hauptbahnhof haben wir irgendwie schon alles hinter uns gebracht. Und ich habe ihn aber auch schon als er noch in zwei Bands war, habe ich ihn auch schon fotografiert. Also die Bands habe ich auch schon fotografiert. Halleluja. Geil, also richtige Ja, Wegbegleiter. mal wieder. Und die andere Frage, welches war der Künstler, den du fotografiert hast, bei dem du am aufgeregtesten warst? Also das war gar keine, also es war gar keine richtige Fotosession, es war eigentlich eher so eine Awardverleihung. Sowas mache ich halt öfter, auch fotografiere ich dann auch mal mit. Und ich durfte dann backstage, das ist jetzt, was mir gerade spontan einfällt, ZZ Top treffen. Und dann war Wow. man halt so mit 6 Leuten backstage in einer großen Arena und dann kamen die da so Superstar-mäßig an und sahen halt so aus, wie sie aussehen. Und es war so, oh mein Gott, dass ich das erleben darf. Und das habe ich eigentlich eher so mit diesen, also mit diesen alten Künstlern, also ob das nun so Leute von Led Zeppelin sind oder keine Ahnung, Crosby, Stills und Nash, also irgendwie diese, also oder Pink Floyd oder so. Das Ja. ist einfach so abgefahren. Diese Musik ist einfach so, es ist Kulturgut. Und das Ja. ist irgendwie, bin ich Ja, einfach, das ist. also ich bin nicht, sag ich mal, dieses ist nicht aufgeregt, sondern es ist so ein, oh mein Gott, ich darf das, ich darf die treffen. Ja. Wow, ne? So dieses Gefühl. Ja. Ich finde auch gerade bei der Also sehr. Größenordnung so zu checken, das sind ja, also das sind ja Menschen, die gibt es Die ja. gibt es, genau, Ja. die sind real, genau. Ja. Ja, also als Musik, also auch natürlich als Musikliebhaberin und Musikhörerin ist das natürlich dann ein besonderes Erlebnis. Und dann kann ich das auch immer meinem Papa erzählen und er ist immer so, wow, der liebt das, wenn ich ihm dann sowas erzähle. Da kann er dann mit anfangen, weißt du, so wenn ich dann mit irgendwelchen Anetas, Jaco, Jacos, Bloody Marys ankomme, das ist er dann so, ja, die sehen ja toll aus, aber. Who is it? Herrlich. Ja. Genau, meine Abschlussfrage spare ich mir heute, weil über unser Befinden haben wir eingangs schon sehr ausführlich gesprochen. Ja. Und ich würde jetzt eher, du wolltest ja gerne noch ein bisschen Werbung ist das falsche Wort. Ja, absolut. Also ich habe mir überlegt, aufgrund der besonderen Situation heute und natürlich der letzten, jetzt sind es 16 Tage, 15 Tage, ne? Befinden wir uns ja alle irgendwie in so einer anderen Welt, auf einmal in einer Welt des Krieges. Und ich wollte ganz gerne ein Bild zur Verfügung stellen, also ein Bild sozusagen verkaufen lassen. Geld ich also dann halt wirklich komplett an Tour d'Amour weitergebe. Tour d'Amour ist ein Projekt, die haben schon anderen Flüchtlingen geholfen in der Vergangenheit und die brauchen halt Geld, um Tourbusse sozusagen fertig zu machen. Und mit diesen Tourbussen holen sie halt Leute ab und bringen Hilfsgüter und so weiter. Da gab es jetzt letztes Wochenende schon eine Aktion in vielen verschiedenen deutschen Städten und die planen jetzt aber gerade die nächste Aktion. Und da meine liebe Rapperin, gute Freundin Finna mit im Boot ist, mit der ich auch ein anderes Fotoprojekt noch zusammen mache, ist es für mich auch noch mal so näher dran und so ein Herzensprojekt mit und möchte ich halt gerne unterstützen mit diesem Bild. Ich habe nämlich aus meiner Lady Flash Serie dieses Björk-Foto und das möchte ich gerne. Das habe ich 1993 fotografiert. Da war ich halt 23, ne? Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Und dieses Bild ist eine limitierte Edition, 12 plus 2 AP. Ich habe jetzt vergessen, das Papier. Wie heißt es? Ich habe es dir geschrieben, wir schreiben es jetzt. Ja, war es oder Aber es nicht? ist halt eine limitierte Edition und ich signiere das auch und so weiter. Und ich werde also das gesamte Geld, die 620 €, die das kosten soll, an Tour d'Amour stiften, komplett. Also ich will, hole mir da nichts von. Und
Sollten es jetzt mehrere Leute anfragen bei mir, wird es natürlich auch so sein, dass ich mehrere Prints freigebe und das Geld wird komplett an die Tour davor gehen, damit die sozusagen Gutes tun können und einfach auch weitermachen können, weil die brauchen wirklich gerade dringend Geld. Ne? Benzin ist teuer und der ganze Wahnsinn gerade. Also, ja. Also das, genau. Also nochmal, ne, hier. Ein absoluter Katja Ruge-Klassiker. Aber ich habe irgendwie auch gedacht, ich habe an viele Motive gedacht, aber das ist das Motiv, was mich irgendwie auch so, das berührt mich auch selber immer noch. Das ist auf dem Grasstreifen zwischen Tropenkrankenhaus und Hamburger Hafen fotografiert, auf der Reeperbahn. Und ist also auch ein Bild in Hamburg fotografiert, ja, was man nicht ahnt. Und deswegen habe ich gedacht, das auch zu weiterzugeben jetzt für das Projekt. Ja. Also meldet euch bei mir. Wir machen, glaube ich, unter dem, genau, du machst da irgendwas fertig. Na, ja. Also es sind tolle investierte 620 Euro. Meldet euch bitte. Ich hoffe, wir finden 1, 2, 3 Leute, die es vielleicht kaufen wollen. Ich würde mich total freuen. Und ja, und wie gesagt, signiert und ich bringe es euch auch gerne persönlich vorbei, wenn ihr in Hamburg seid. Ach, Mensch, Cherry on top. Cherry, ja, on top, genau, das gerne. Das ist toll, genau, die Hard Facts schreibe ich gleich in die Caption. Genau. Das Interview wird ja bei IGTV gespeichert und da kann man es nachlesen. Ja. Und macht das mal, Leute. Ja, also es ist wirklich für einen guten Zweck und ich weiß auch sonst gerade gar nicht anders, wie ich helfen kann. Also natürlich habe ich auch schon gespendet und auch Sachen und habe heute auch mit meinem Vater noch überlegt, der hat ja viel Zeit und so, der will sich da auch engagieren, habe auch nochmal überlegt, was er tun kann und so. Aber irgendwie, ja, es ist, ist es halt, also damit glaube ich, kann irgendwie gerade am meisten tun, indem ich halt meine Kunst auch sozusagen einfach mal verschenke. Ja. Na? Ja. Ich danke dir, Katja. Ich finde das sehr cool. Wie gesagt, schnapp da mal zu, es ist halt auch echt ein Schnapper. Ja, absolut. Ne? Also. Ja, das ist auch eine kleine Auflage. Also, ja, ist jetzt irgendwie. Vier sind schon weg. Also, ja, ich muss. Ja. Schön. Gut. Vielen Dank. Ich danke dir, Katja. Danke, ich wünsche noch einen schönen Abend. Gehört haben, ne? Und ja. Haben. Danke an alle, die dabei sind und waren. Mhm. Einen schönen Abend an alle. Alles Liebe. Ciao. Tschüss. Tschüss.